Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in die Goodiebox Welcome Box bzw. SoMe Social Media Edition schauen, die man nämlich als neuer Abonnent bekommt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist die Edition, die ihr nur über meinen Link in der Infobox bekommt. Also wenn ihr Bock auf die Box habt, euch die mal anzuschauen im jederzeit kündbaren Abo, dann schaut mal gerne in der Infobox vorbei, denn dieses Schätzelein kriegt ihr für 9,90 € und hier soll ein richtig krasser Warenwert wieder drin versteckt sein. 19,90 € kostet die normalerweise pro Box und pro Monat oder 19,95 € und ja, da sind immer schon richtig geile Produkte drin, ne? 5 Beauty-Produkte erwarten uns in dieser dänischen Beauty-Box und ich glaube mindestens 70 € Warenwert, mindestens 2 Produkte in Originalgröße. Auf Claudis bunte Welt und manchmal auch hier, je nachdem wie das so kommt, stelle ich euch auch die Box vor, die ich im regulären Abo habe. Die habe ich nämlich auch privat im Abo, weil ich finde, dass die einfach immer richtig gut zusammengestellt ist. Ne? Wir haben hier große Produkte drin, die auch wirklich brauchbar sind. Wir haben einfach eine schöne Konstellation und ich mag die Box. Deswegen stelle ich euch die immer wieder gerne vor. Die habe ich jetzt in Kooperation zugeschickt bekommen, weil ne, da kommt sie halt natürlich jetzt nicht monatlich normalerweise so dran. Aber um euch zu zeigen, was drin ist, zeige ich euch die. Weil als neuer Abonnent bekommt man nicht die reguläre Abo-Box, sondern die Social Media Edition, wenn ihr über den Link geht, oder die Welcome Box, wenn ihr normal über die Homepage geht. Aber wenn ihr über den Link in der Infobox geht, supportet ihr mich auch ein kleines bisschen. Genau, auch Goodiebox wird dieses Jahr einen Adventskalender rausbringen. Auch den werde ich euch vorstellen, also stay tuned. Und wenn auch du Teil der Crew werden möchtest und das Ganze nicht verpassen möchtest, abonniere super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Wir haben immer dieses großartige Schubladendesign von der Goodiebox. Das mache ich jetzt einfach mal auf. Das ist ein bisschen einfacher dann für mich. Und ja, hier habe ich dann A Big Welcome to Happy Self-Care. Das haben wir immer drin. Die sollen das echt mal für die deutschen Abonnenten meiner Meinung nach auf Deutsch hier auch draufschreiben. Ich glaube, das würde das Ganze halt noch sympathischer machen. Denn an und für sich, wenn man dann auch später die Box abonniert hat und dann jeden Monat sich auch das digitale Booklet anschauen kann, steht ja auch das Motto so auf Deutsch und die Produkte sind auf Deutsch erklärt, ne? Das ist hier halt so leider nicht auf diesem Flyer. Ich finde das schade. Ich moniere das seit Monaten. hier haben wir dann einmal den Blick, wie das Ganze ankommt. Das kommt jetzt nicht irgendwie in so einem mega Füllmaterial oder so. Wir haben immer nur dieses Seidenpapier, was manchmal gut ist, manchmal nicht. Also ich finde es eigentlich ganz praktisch und hier kommt ein richtig guter Duft raus. Was riecht denn da so? Ich linse in die Box und erkenne noch nicht, was es sein könnte. Okay, das sieht teilweise auch so aus, als wären hier ein paar Produkte drin, die auch schon in der Monatsbox im August drin gewesen sind. Also quasi, dass man da als neuer Abonnent halt auch in den Genuss kommt. Zum Beispiel haben wir hier dieses Produkt, was relativ hochpreisig ist. Meine ich jedenfalls, dass wir das auch in der Monatsbox drin hatten, von Canopy. Climate Conscious Skincare. Das war nämlich so teuer. Glycolic Superfood Facial. Ein Vegetation 30 ml Produkt. Das ist ein Water Serum Gel. Lavished with Antioxidant Rich Phyto. Ich kann es nicht aussprechen. Also es ist quasi so ein ja, Gesichtsgel, was halt auch Glykolsäure mit drin hat. Also AHA, ne? Das ist Fruchtsäure, würde ich persönlich dann eher so für ab Oktober aufheben. Und an AHA, BHA, PHA, Retinol empfehle ich immer, sich so ein bisschen ranzutasten. Ich habe hier mal ein Video über Wirkstoffe gedreht. Ne, man muss immer so ein bisschen auf seine Haut achten. Ich habe zum Beispiel eine super sensible und trockene Haut und gehe deswegen auch sehr, sehr vorsichtig damit um. Und ich weiß auch, dass sehr viele Leute in meinem Umfeld eine sensible Haut haben und sich auch schon durch falsche Anwendung von manchen Produkten so ein bisschen ein Ei ins Nest gelegt haben, um es mal so zu sagen. Deswegen, ne, ich weiß, ich nerve euch damit, aber das mache ich von Herzen gerne. Genau, ja, das ist einfach eine leichte Gesichtscreme, die halt entsprechend dieses AHA mit dabei hat, also Glykolsäure. Das ist so ein bisschen Slow-Aging-mäßig, ne? Also das wird dann nicht in so einer mega krass hohen Konzentration sein. Das heißt, man muss sich das jetzt nicht runterwaschen oder so. Und ja, ist dann halt wie ein, ich weiß nicht, ob das jetzt wie eine Creme oder wie ein Serum sein soll. Serum-Gel. Ich denke, dass man das, wenn man halt zum Beispiel eine Mischhaut hat, als normale Face Cream auch verwenden könnte, ne? Oder im Sommer, ja im Sommer sollte man das nicht wegen AHA, ihr wisst Bescheid, aber, ne? Und wenn man eine trockene Haut hat, würde ich darüber wahrscheinlich nochmal eine Gesichtscreme geben. Aber abends verwenden, meine Empfehlung. Ja, mal gucken, wo jetzt der Duft herkommt. Kommst du hierher? Nein. WADA Luxury Skincare Rejuvenating, also verjüngende Handcreme mit Aloe Vera und Vitamin C. Und das soll halt die Hände wieder
befeuchten. Mit 50 Millilitern habe ich hier eine Tube. Handcreme, finde ich persönlich, kannst du immer sehr gut gebrauchen. Also ganz egal, welche Jahreszeit es ist. Im Sommer hast du kalte Hände, hast du kalte Haut. Ach Quatsch, im Winter hast du kalte Hände, kalte Haut. Und die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr niedrig. Deswegen cremt man sich dann sowieso ein bisschen mehr ein. Im Sommer wühlt man wahrscheinlich mehr so mit den Händen draußen oder wischt sein Auto oder ne, macht halt irgendwas damit. Und dementsprechend brauchen die einfach mehr Liebe. Und Frühling und Herbst sind dann die jeweiligen Übergangszeiten, wo man auch generell wahrscheinlich viel mit den Händen macht, ne? Also ich finde es gut und Aloe Vera ist jetzt natürlich sehr feuchtigkeitsspendend und wahrscheinlich auch so ein bisschen kühlend mit dabei, passend für den Sommer. Vitamin C ist immer ein Wirkstoff, der etwas aufhellend wirkt und das ist halt die Sache. Du siehst die, also wie soll ich das sagen? Also eine Haut hat natürlich in gewisser Art und Weise und ab einem gewissen Alter auch immer mehr Falten und so weiter. Das ist normal, ne? Habe ich auch. Ich habe Lachfalten und ich mag sie auch. Ich finde aber, dass die mich jetzt nicht unbedingt alt aussehen lassen, in Anführungsstrichen, ja moin, sondern dass es tatsächlich eher an Pigmentflecken liegt. Und die kommen natürlich ja auch durch die Sonne. Und die kann man natürlich mit Vitamin C, Niacinamiden so ein bisschen aufhellen. Und da kommt sowas dann ganz gut. Ja, genau, deswegen, ne, mag ich. Dann habe ich hier von Nirin Pinsel drin, den ich sehr empfehlen kann. Das ist der Sculpted Highlight Pinsel 122. Finde ich wundervoll. Ich gucke gerade auf meinem Tisch. Nee, den habe ich hier gerade nicht liegen. Aber die Nirei-Pinsel sind wundervoll. Ihr könnt generell auch mal bei der Limited Editions vorbeischauen bei Goodie Box. Die haben immer ganz spezielle One-Brand oder auch Mixed-Brand Limited Editions. Und das ist immer echt ein guter Deal, ne? Ihr seht dann auch auf der Homepage, was so drin ist. Das heißt, da kaufst du jetzt nicht unbedingt die Katze im Sack, es sei denn, du hast dann irgendwie dann doch irgendwie eine Mystery Box, die du dir da bestellst. Aber im Großen und Ganzen siehst du, was drin ist und es lohnt sich. Kann ich nur empfehlen, schaut in der Infobox vorbei, habe ich euch einen Link reingesetzt. Und da habe ich mir auch mal so eine Nirei Pinsel Limited Edition selber gekauft. Und die sind so toll, so weich und die halten die auch richtig lange. Also ich habe die auch schon teilweise seit Jahren in Anwendung, da fallen keine Haare aus. Und ne, die sind einfach sehr, sehr schön und ja, verblenden alles schön und tragen gut auf. Dann habe ich hier ein, sieben Produkte in der Box drin, das ist Wahnsinn. Du riechst so. Ja, We Are Paradox, das ist nämlich ein Haarprodukt. Also wir hatten was fürs Gesicht mit dabei, für die Hände, Make-up und jetzt Make-up-Tool. Und jetzt habe ich was für die Haare am Start. Eine sehr, sehr coole Marke, wie ich persönlich finde. Moisture Express Hair Mask mit Arganöl und das soll Feuchtigkeit spenden. 40 Milliliter haben wir hier drin und Haarmasken finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ja, von der Abfolge her ist es so, dass man immer erst so seine Haare halt shampooniert, ne? Also klar, es sei denn, du machst die CWC-Methode, dass du halt quasi erst Conditioner in die Längen und Spitzen reinmachst. Aber in der Regel ist es so, dass man erst Shampoo aufträgt, dann trägt man sich eine Haarmaske auf in den Längen und Spitzen oder eine Haarkur, ne? Lässt das dann entsprechend einwirken. Und wenn das dann ausgespült ist, verwendet man danach einen Conditioner. Also Conditioner immer zum Ende hin, das als kleiner Tipp. Und wenn man möchte, kann man danach im Duschen auch noch irgendwie so ein Leave-In oder so verwenden. Vielleicht ein Kopfhautserum, aber das als kleiner Tipp am Rande. Hat bei mir tatsächlich einiges geholfen, dass ich da meine Methode ein bisschen geändert habe. Also meine Haare mögen das sehr, ne? Genau. Und ja, hier haben wir dann eine Haarmaske drin, die du tatsächlich nur eine Minute drin lassen muss. Das finde ich richtig klasse. 99% natürlich, vegan, cruelty-free, 90% plastikfrei. Wahrscheinlich ist der Deckel aus Plastik, dementsprechend hast du es dabei, ne? Dann haben wir hier Balance Me. Ja, das hatten wir mal irgendwann auch im Adventskalender drin. Rose Otto Face Oil, 100% natürlich. 10 Milliliter sind hier drin. Für sehr trockene Haut, super geeignet. Für sensible Haut eher weniger, weil das relativ viele, ich glaube, ätherische Öle enthält. Und das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich hatte das dann zweckentfremdet, einfach für meine Oberschenkel. Von Knie bis Hüfte verwende ich gerne ein Öl. Finde ich einfach angenehm, ne? Da komme ich sehr gut mit zurecht. Und ist aber ein bisschen schade ums Produkt gewesen. Das heißt, das hier wird dann demnächst mal in eine Verlosung kommen. Ich schaue auch immer so wieder hier hinten auf den Verpackungen nach, weil man oft gefragt wird, Mensch, hast du da nicht irgendwo mal ein MHD oder so, was du raushauen kannst?
sehe ich jetzt hier bei diesen Produkten aktuell noch nicht. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich super mit diesem Pinsel in Kombination verwenden kann. Und zwar ist es das High and Mighty Highlighter Produkt von Tease, Suit of Armor. Und ich habe eine Farbe, keine Ahnung, wahrscheinlich High and Mighty. Golden Girl, jo. Das wird mir persönlich mit meinem, ich sag mal, transparenten Hautton etwas zu dunkel sein. Dementsprechend werde ich das jetzt auch leider nicht mit in meinen Full Face Beauty Boxen aufnehmen. Das ist halt immer so dieses, ne, schwierige Gedöns bei Beautyboxen. Da hat man dann halt immer irgendwelche universellen Farben, in Anführungsstrichen. So schaut die Verpackung aus, was ich sehr hübsch finde. Fühlt sich auch sehr so matt an, ne? Und dann haben wir hier einmal das Produkt drin enthalten. Und ja, genau, das wird mir sehr wahrscheinlich zu dunkel sein. Muss ich aber nochmal drüber nachdenken, ne? Das muss ich nochmal schauen. Es könnte mit sehr viel Goodwill passen. Je nachdem, wie stark das pigmentiert ist, da schaue ich mir immer ganz gerne so Swatch-Bilder und so im Vorfeld an. Weil ansonsten kommt sowas ja in Verlosung und dann mache ich jemanden von euch halt lieber mit glücklich, als dass ich das einmal verwende und dann irgendwie ein Trash-Paket packe. Und dann haben wir das letzte Produkt drin, was ich auch wirklich großartig finde, von Frank Body. Guess what? You'll be naked in a minute. Original Coffee Scrub. Das ist ein Peeling und wir haben hier, also 20 Gramm, ne? Wir haben hier tatsächlich hinten drauf auch so ein Popo oder vorne drauf. Ich mag die Marke, weil die einfach so frech sind. Die sind so witzig und ich habe da einfach Spaß mit. Und dieses Coffee Scrub ist so ein bisschen, als würdest du wirklich dir Kaffeesatz nehmen und da so ein bisschen auch Öl und ein bisschen pflegende Inhaltsstoffe dran machen und dich damit dann unter die Dusche begeben und deinen Körper damit einpeelen. Es ist wirklich so, ne? Weil das ist halt jetzt nicht irgendwie super, also das ist halt so wirklich trocken quasi, ne? So ganz, ganz nebelfeucht, würde ich es mal nennen, ist es. Aber ja, genau. Das ist jetzt nicht irgendwie, wie man das so kennt, diese Salzöl-Peelings oder Cremeöl-Peelings. So ist es halt nicht. Das ist halt wirklich ein Pulver, was so ganz leichte Feuchte auch mit dabei hat. Und das schrubbelt schon ordentlich, ne? Ich finde es witzig, ich finde es gut. Ich werde es sehr wahrscheinlich sogar verwenden. Ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal der Inhalt gewesen von der So Me Goodie Box, also quasi die Box, die man als erstes bekommt, wenn man über meinen Link diese Box abonniert. Und ich persönlich finde sie sehr, 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 sehr gelungen. Vor allem 9,90 Euro, ne, hast du im Prinzip für die Produkte dann ja ausgegeben. Und wenn dir dann im Laufe der Zeit gegebenenfalls die Goodie Box nicht mehr ganz so gefallen sollte, ist es sehr, sehr easy, jederzeit kündigen zu können. Das ist halt jetzt nicht irgendwie so eine langfristig irgendwas Geschichte. Ne? Das ist wirklich angenehm für die Konsumenten, sage ich immer. Und ja, schöner Mix. Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege, Tool, dekorative Kosmetik, im Prinzip ist hier alles mit dabei. Was hättet ihr euch noch weiterhin hier drin gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.